Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Intersender Delfs Magazines. Wie unschwer erkennbar anhand des Schriftzuges auf dem Auto vom Autohaus Toyota zu erkennen ist, haben wir wieder bald unseren tollen Event, die Auto- und Bike-Show in diesem Jahr 2013. Es werden wieder die regionalen Autohäuser, die Sie im Anschluss an meine Anmoderation sehen werden, ihre Autos und Fahrzeuge präsentieren. Des Weiteren haben wir eine tolle private Oldtimer-Ausstellung und drei getunte private Autos bei uns in der Ausstellung mit dabei. Es wird wieder am Parkdeck, im Erdgeschoss und am Vorplatz des Intersender Delfs ausgestellt. Und wie gehabt im ersten Obergeschoss gibt es dann wieder eine tolle private Harley-Ausstellung. Und des Weiteren gibt es noch eine Ducati zu bestaunen. Abgerundet wird der tolle Event mit einer tollen Kinderaktion. Das Autohaus Koda stellt eine Hüpfburg zur Verfügung. Diese wird am Parkdeck des Intersender Delfs aufgebaut und wartet auf alle Kleinen, dass sie bestimmt wird. Grüß euch, liebe Mundart-TV-Zuseherinnen und Zuseher. Der Frühling ist da, natürlich mit zahlreichen neuen Autos, neuen Angeboten. Auto und Bike Show 2013 steht vor der Tür. Da präsentieren wir eigentlich einen 9RAV4 und natürlich neue andere Modelle. Toyota hat die Hybridfamilie vergrößert, der neue Prius Plus, der Minivan von den Hybridfahrzeugen. Der nagelneue Bestseller unser Auris gibt es auch als Hybrid, gibt es mit Benziner und Dieselmotoren. Den GT86 sagen wir euch natürlich, viele weitere andere Modelle. Wir freuen uns eigentlich am 12. und am 13. April im Intercenter begrüßen zu können. Liebe Zuseher von MundeTV, ich darf euch ganz recht herzlich bei uns im Autohaus Manfred Neurauter in Delfs begrüßen. Top aktuelle Modelle wie den neuen VW Golf 7 sowie den Audi A3 Sportback werden wir bei der Auto- und Bike-Show im Intercenter Delfs präsentieren. Die Modelle unserer Marken sind in sämtlichen Farben und Ausstattungsvarianten erhältlich. Ein weiteres Highlight im Autohaus Manfred Neurauter, der neue Skoda Octavia. Der neue Octavia ist seit 15. März bestellbar und kann bei uns im Skoda-Zentrum Delfs in der Sagelstraße 69C Probe gefahren werden. Wir, das Team vom Autohaus Manfred Neurauter und unser Chef Manfred Neurauter, würden uns freuen, wenn wir euch bei der Auto- und Bike-Show im Intercenter Delfs am 12. und 13. April begrüßen dürfen. Für Fragen rund um unsere Marken VW, Audi und Skoda stehen euch unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. So wie jedes Jahr nehmen auch wir heuer wieder bei der Auto- und Bike-Show in Delft teil. Wir präsentieren Ihnen die neuesten Modelle von Opel. Hier haben wir den neuen Opel Mokka, das ist ein kleiner SUV. Ich würde sagen, wir steigen ein und machen gleich eine Probefahrt. So, wir fahren jetzt mit dem neuen Opel Mokka. Fein bei dem Mokka ist der Berg-Anfahr- und Abfahrassistent. Extras Mobiltelefonvorbereitung, Sitzheizung, Lenkradheizung, elektronische Klima, die Parksensoren, sowas ist eigentlich alles immer serienmäßig dabei. Wie Sie vielleicht in den letzten Tagen schon gesehen haben, haben wir einen neuen Adam hier im Intel Center. Der Adam ist brandneu und sehr individuell. Jeder kann ihn designen, wie er möchte. Außenfarbe, Dachfarbe, Alufelgen, Innendesign. Es wird keinen Adam geben, der dem anderen gleicht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 12. und 13. April im Intel Center auf der Auto- und Bike-Show sehen. Oder ihr kommt einfach mal bei mir im Geschäft vorbei auf eine Probefahrt und dann erkläre ich euch die Autos. Hallo, ich bin der Lang Helmut vom Delfer Autohaus, Unterberger Salesbeut in Delfs. Wir sind heuer auch wieder dabei bei der Auto- und Bike-Show im Intel Center in Delfs. Wir werden wieder unsere neuesten Produkte präsentieren und als besonderes Highlight den neuen McLaren. Ich darf mich freuen auf euren Besuch. We'll be right back.
Ja, liebe Zuseher, ganz egal ob Sonnenschein, Regen oder Schnee, mit dem neuen Ford Kuga schaffen wir das alles perfekt. Sie sehen dieses neue Produkt aus dem Hause Ford bei der Auto- und Bike-Show am 12. und 13. April hier in Telfs. Und ich möchte Sie im Namen der Firma Autopark auch dazu recht herzlich einladen. Aber wir haben nicht nur Ford-Produkte hier dabei, sondern auch Suzuki und Volvo. Und eine Suzuki haben wir hier drinnen stehen. Sie konnten dieses tolle Modell ja letzte Woche schon im Intercenter sehen. Und wir haben natürlich neben dem Kuga, dem Swift, auch andere Überraschungen parat. Von Ford, Suzuki und Volvo kommen Sie zur Auto- und Bike-Show. Und wir sind natürlich nicht nur mit tollen Produkten und Modellen vor Ort, sondern auch mit Mitarbeitern, die Sie beraten und zur Probefahrt auch einladen. Und Franziska, das werden wir dann machen. Und was haben wir dann? Gute Fahrt! Gute Fahrt und viel Freude! Einen kleinen Hinweis habe ich noch für Sie. Am Freitag, den 19.04. um 16 Uhr findet wieder die Prämierung des Rijkaard-Mahl-Wettbewerbes hier im Intercenter Telfs im ersten Obergeschoss vor dem Prima-Restaurant statt. Dort werden wieder die tollsten Zeichnungen prämiert. Es wird wieder jede Menge los sein. Also nochmal der Hinweis, 19.04. um 16 Uhr die Prämierung des Rijkaard-Mahl-Wettbewerbes. Viel wurde spekuliert und es hat auch einige Zeit in Anspruch genommen, aber wir sind dann fündig geworden. Ich nehme gleich die Gelegenheit wahr und stelle euch meinen neuen Stellvertreter, den Alfred Unterwutzacher aus Pfaffenhofen vor. Viele von euch werden ihn bereits kennen und wenn alles gut läuft, von dem wir ausgehen, wird er dann auch meinen Posten übernehmen. Deswegen spare ich mal die Worte und übergebe gleich das Mikrofon an den Freddy. Ja, grüß euch alle miteinander. In diesem Sinne bleibt mir leider zu sagen, alles Gute fürs Oberland und hoffentlich bis bald im Intercenter.